Hallo und willkommen zurück zu Life in the Woods. Ich bin jetzt fertig mit meinem Taschenpacken, habe alles eigentlich leergeräumt, notwendigste Sachen hier drin gelassen, noch ein bisschen Holzzeugs hier drin gelassen und diese Schrubbsachen hier drin gelassen, drei Farben, weiß ich nicht, ob ich immer noch mal irgendwas brauche. Die Öfen habe ich leergeräumt, den Amboss, die Kiste hier habe ich mitgenommen, den Bienenkram habe ich mitgenommen. Und jetzt habe ich eben noch draußen die Creeper-Explosion von der letzten Folge ausgeglichen, damit Nacht, weil ich sowieso auf Nacht gewartet habe. Jetzt ist Nacht und jetzt können wir losreiten. Die Koordinaten habe ich hier vor mir, wo ich hin muss. Und ja, es ist alles hier in den Backpacks drin. Das hat genau alles ins Inventar gepasst. Und mir ist übrigens aufgefallen, die Bienen scheinen eine Haltbarkeit zu haben. Und zwar, naja, können die nur so und so viel Honig produzieren, wie sie produzieren können. Ich habe diesmal auch den Atlas mit, damit ich ab und zu drauf schauen kann. Wir müssen im Endeffekt irgendwo hier so hin. Ja, hier so hin irgendwo. Irgendwo in die Richtung. Das ist nicht auf dem Atlas eingetragen. Aber es müsste jetzt eingetragen werden, wenn ich hier lang reite. Ach, ich kann hier nicht rüber. Autsch, sorry. Das Schwert hat keinen Schaden gekriegt, hat aber rumgejault. Ich habe Schaden gekriegt. Ich habe jetzt auch nur die notwendigsten Werkzeuge mit. So viele Werkzeuge werde ich jetzt hoffentlich nicht brauchen. Und hier ging es doch rüber, genau. Ich muss schauen, wie ich hier überall lang komme. Es wird ein anderer Weg jetzt sein als vorhin, weil ich ja. Ach, der lädt wieder die Karte nicht ein. Einen Moment. So. Weil ich ja vorhin nicht mehr die Koordinaten genau wusste. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir sind bei 22, 226. Wir müssen ein ganzes Stück in die Richtung und ein bisschen dann in die Richtung, ja. Da ist eine Pflanze, die mir gefährlich erscheint. Die Pilze, wissen wir, sind eine gute Nahrungsquelle, auch wenn sie so halbe Drogen sind. Wir müssen ungefähr 350 hier auf X und bis zur minus 460 auf Z. Das heißt, da noch eine ganze Weile in die Richtung. Die Lags verstehe ich nicht, wenn Singleplayer, aber die haben das ja umgestellt, dass das trotzdem Server ist, auch wenn Singleplayer ist. Uah, ich muss hier vorsichtig sein. Habe ich schon mal gesagt, ne? Ach, diese Pflanzen hier immer. Der Wald ist echt nicht pferdefreundlich. So, hier müssen wir noch 500 Felder rum in die Richtung. Durch diesen nicht pferdefreundlichen Wald. Obwohl, jetzt kommt ein anderer, aber der ist auch nicht viel besser, wie es aussieht. Oh Mann, das Pferd war zum Glück wieder voll geheilt, als ich fertig war mit Aufräumen. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich hier durchkommen sollte. Irgendwann wird das Pferd nämlich auch sterben. Ich kann ja Getreide dann anbauen, wenn ich da bin. Ah, jetzt warte erstmal. Ich hoffe, du stehst nicht gerade auf irgendwas drauf, was gefährlich für dich ist. Hier kommen wir doch rum, oder? Komm mal rum, sag ich doch. Hier kommen wir hoffentlich auch rum. Wobei, ich werde mal hier eine kleine Hilfe bauen. Ach, ich kann gerade nicht Pferde springen. Na also. Und so komme ich hier jetzt nicht weiter. An dem Dreckblock da. So, jetzt sind wir erstmal offen. Jetzt sehen wir mal, wo wir hinreiten. Wir müssen nur aufs Treibsand aufpassen. Ich habe jetzt die Shader nicht an, damit ich auch den Treibsand sehe. Eigentlich nicht, damit ich den Treibsand sehe. Das ist noch zufällig an, aber jetzt wollte ich mal kurz gucken. Okay, das führt nur eine Höhle runter. Aber so sieht man, so hat man jetzt eben den Vorteil, dass der Treibsand da nicht auffällt. Ich werde dann auch wieder, wenn wir da sind, Shader alle anstellen und so. 350 minus 460. Zuckerrohr. Vorsichtig mit den Kakteen. Ach, ich habe keinen Inventarplatz. Du rennst jetzt bitte mal nicht in die Kakteen. Was ist denn das hier? Zuckerrohr auf Treibsand.
Du rennst jetzt nicht weg. Hier, die kann man nachbauen. Nicht, dass der mir... Nein! Oh! Steht vor dem Treibsand. Ey, sag mal. Pferd. Hör auf, dich selbst umzubringen. Das mache ich schon, dass ich dich umbringe. Hier zum Beispiel. Wir müssten eigentlich gleich da. Kommst du hier durch? Ja, hier kommst du durch. Aber hier werden auch viele giftige Pflanzen sein, so bei dem Moor hier. Vermute ich. Da ist das Häuschen, oder? Ja, wir sind richtig. Hier sind bestimmt auch keine giftigen Pflanzen, oder? Hier in der Gegend. Ist das jetzt auf der Seite oder auf der Seite von dem Häuschen? Da ist der Brunnen, das heißt, dort ist der Ravin. Wir müssen noch hier rüber. Naja, ich werde einfach wieder das Pferd rüberschieben. Ein Pferdestall war ja dort, das ist ja kein Problem. Dann haben wir jetzt wohl unser neues Zuhause gefunden. Also der springt, wenn er nicht voll ist, trotzdem zwei Felder auf. Das ist gut. So, das habe ich offen gelassen, damit ich hier rein kann, direkt. Und du stehst da oben gut, oder? So, komm. Ich will nicht, dass er da oben steht. Weil er steht gerade auf dem Getreide, oder? Na, egal. So müsste eigentlich sicher sein. Gut, haben wir es schon mal geschafft. Sind wir hier angekommen, haben unsere lieben Dorfbewohner. Eigentlich ist ja alles abgesichert. Ich muss nochmal nachgucken, was die eigentlich angeboten hatten. Und das erste, was ich jetzt tun werde, eine Workbench haben wir ja hier, das ist gut. Ist diese Kiste. Ach, ich wollte auf den Atlas gucken. Wir gucken mal los. Wir sind jetzt also hier hochgereist. Ja, das Dorf sieht wirklich so aus. Ein Zaun mit einem Haus drin. Sehr passend gemalt. Hier war unser ursprüngliches Zuhause. Machen wir mal hier eine Markierung. Ad-Marker. Daheim 2.0. Ja. So, da sind wir hier. Stimme ich euch voll und ganz zu. So, in der Richtung haben wir auch noch nicht viel erforscht. Das heißt, wir könnten auch noch hier so außen rumlaufen und alles mögliche erforschen. Das ist jetzt unsere Kiste für sowas hier genau. Ja, mach mal Honigsachen auch rein. Hier werden wir auch noch wahrscheinlich ein richtig schönes großes Haus bauen. Mit einer Farmanlage. Also ist hier Farmanlage im Sinne von Farmer John und so. da will ich dann eben ein bisschen alle wirklichen Pflanzen anbauen und Zeugs, dass ich mal wirklich Sachen bauen kann, das volle Potenzial, sag ich mal, der ganzen Geschichte hier, Life in the Woods, nutzen kann. Das werde ich immer tagsüber machen und nachts halt hier drin mir ein Bett aufbauen, dass ich schlafen kann. Die Dorfbewohner verziehen sich ja auch hier rein, immer in der Nacht. So, jetzt werde ich erstmal, Schwert halte ich sicherheitshalber noch in der Hand. Die ganzen vollgestopften Backpacks hier durchgehen, wo jetzt die Kisten drin waren und wo das Holz drin ist, damit ich mir... Ah, Holz haben wir gefunden. Habe ich noch irgendwo Kisten? Ihr seht, das ist alles sehr gut organisiert hier. Ne, die sind wirklich alle randvoll. Bis zum letzten Platz. Gut, wir haben erstmal die Kisten. Das Holz war jetzt hier. Nee, hier. Genau. So. Die anderen Kisten lassen wir ruhig drüben, ist kein Problem. Bauen wir uns ein paar neue Kisten. So. So. Haben wir 17 Kisten. Das heißt 8 Doppelkisten und eine einzelne gerade. Haben wir noch mehr Holz. So, das wäre jetzt die 18. Kiste. 19, 20. 21, 22, 23, 24. Ja. Genau. Passt. So.
Dann bauen wir uns erstmal 24 Kisten. Obwohl, noch können wir es ja nicht machen. Wir machen erstmal die Backpacks alle hier rein und ich muss erstmal ein bisschen Landschaftsgestaltung machen. Ich will jetzt nicht unbedingt die Spawn Grounds von den Pferden wegnehmen, aber was ich will, ich muss hier doch nochmal hier durchgehen, ist den Boden um den Brunnen herum ordentlich machen, dass da die Ravine nicht mehr direkt ist, auch ein bisschen tiefer noch vielleicht. Und dann, naja, dort ein bisschen schöner machen, das will ich ausgleichen und na, dort kommt aber jetzt nicht mein Haus hin, was ich vielleicht mal bauen will, sondern das will ich einfach nur absichern, dass ich nicht mal irgendwann da hinrenne und dann Klatsch macht. So, wir haben es gleich Nacht. Ich sollte erstmal jetzt suchen nach Blöcken und nach Wolle. Hier ist auch noch Holz. Blöcke. Nur erstmal die hier. Hier haben wir auch Wolle. 3 Wolle brauchen wir fürs Bett. Dann nehmen wir die, die und die. Die hier sicherheitshalber auch noch. So, wo war jetzt das Holz nochmal? Hier. Also brauchen wir nur eins. Naja, besser zu viel als zu wenig. Bauen wir uns ein Bett. Ist das schlimm, wenn ich hier vor euch schlafe? Ich hoffe, es stört euch nicht. Ihr guckt euch an, ich schlafe hier. Ist hoffentlich okay. Gegnerische Monster dürfen ja nicht hier reinkommen, wie gesagt. Ist ein Pferdestall ausgeleuchtet? Mal nachschauen. Nee, nicht, aber kann man ja noch ändern. Ja, ich wollte es eigentlich mal da oben draufsetzen. Warte mal, nicht so machen. Ach, Mist, macht er auch so. Ach doch, hier ist eine Kerze. Bogen auf. Da ist auch eine Kerze, die eigentlich gar nicht möglich ist. Gut, jetzt kann ich erstmal außer Spitzhacke, eine Schippe und die ganzen Blöcke alles hier reinpacken. Nein, Spitzhacke. Obwohl, die Axt nehmen wir auch mal. Fackeln nehmen wir mal und die Blöcke. Das kommt alles erstmal hier rein. Ein bisschen Nahrung brauchen wir auch noch. Machen wir die hier rein, die hier rein, die hier rein. So, das kann da rein. Dann packe ich das auch erstmal rein, ist das nicht so wilde. Den Atlas, gucken wir nochmal drauf. War ja aktualisiert. Ja, ist ja alles in Ordnung. Das heißt, den Atlas kann man auch erstmal wegpacken. So. Dann werde ich jetzt mal mich dahin begeben und anfangen zu bauen. Wenn ich runterfallen sollte jetzt in die Ravinen, ist ja nicht schlimm, aber das ist jetzt mein erstes Ziel. Ich sollte hier ein Zauntürchen bauen, oder? Hauptsächlich erstmal für mich. Später mal werde ich sowieso das hier alles viel größer dann machen und noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht kriegen wir auch mehr Dorfbewohner. Ich meine, das zählt ja als Dorf und theoretisch müsste das ja klappen. Oder? Genau. So war das hier, ne? Ja, das war ein Zauntürchen, genau. Warum gibt's noch keine 2? Ich hätte gern 2 gehabt. Hier ist die Mitte des Weges. Machen wir erstmal hier das Zauntürchen hin. So, und da hatte ich Nahrung, genau. So, werde ich erstmal den Kies hier wegmachen, auf eine Höhe bringen. Obwohl, der ist noch tiefer, der Brunnen. Dann bringe ich das mal noch 2 tiefer. Muss man nur vorsichtig sein mit der Ravine. Also der Erdspalte. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Flint raus. Wenn wir dann mal Hühner haben für Federn, dann kann man auch ein paar Pfeile bauen. Beziehungsweise wir werden ja später mal vielleicht noch eine andere Waffe bauen, die dann andere Munition noch nimmt. Wir kommen nicht hier raus? Gut. Ich dachte schon. Nicht, dass ihr hier plötzlich rausrennt. Die Fackel nehme ich erstmal noch nicht. Ist noch nicht so dringend. Die Axt habe ich hauptsächlich, falls hier irgendwo ein Baum im Weg ist, wenn ich hier Terraforming mache. Machen wir erstmal so, so. Obwohl, das ist gefährlich bei Creepern, ne? Ich sollte vielleicht Stein eher hinmachen. Ich werde das hier nochmal hier so schon tiefer ziehen. Hab mir keine Angst hier. Aber da wäre es ja nicht mal so schlimm, wenn ich da runterfallen würde, muss man ja sagen.
So. Mach ich doch lieber hier Steine hin. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. So. So. Wäre das okay, wenn man das so macht? Meist glaube ich so. Also ich lasse euch jetzt nicht ewig hier beim Terraforming zuschauen, außer ihr wollt unbedingt gerne sehen, was ich hier mache und wie ich das mache. Das macht meine Freundin mal gern. Terraforming. wir haben jetzt keinen Kies mehr. Ich muss auch vorsichtig sein, dass hier nicht noch irgendwas runterfällt. Ich muss mal kurz schauen. Kann man hier runter? Eins kann ich runter, glaube ich. Ja. Ist ja alles abgesichert, das wäre noch meine Frage. So von wegen, dass da auch drunter was ist jeweils. Da habe ich drunter gesetzt. Ich mach mal kurz hier runter schauen. So. So. Das wieder wegarbeiten. So, hier ist überall scheinbar sicher Gestein drunter. Das heißt, das ist nicht das Problem. Unten ist Viechzeug. Das dürfte theoretisch den Weg hier nicht hochfinden. Außer die wüssten, wie man Wasser beabsichtigt hochschwimmt. So, und der Creeper wegen werde ich hier nochmal ein bisschen unten absichern. Soweit ich eben komme. Weil wenn hier doch mal ein Creeper hier oben explodiert, dann will ich nicht, dass man dadurch dann hier in die Tiefen des Schlundes hier reinfällt. So, nochmal hier noch ein bisschen absichern. Und ich habe gehört, Cobblestone hat schon eine recht hohe Explosionssicherheit, sage ich mal. Also theoretisch kommt eine Explosion, die direkt an dem Cobblestone angelegt ist, nur ein bis zwei Cobblestones tief. So, und deswegen hoffe ich, dass wenn die hier oben drauf auf dem Dreck dann passiert, dass nur ein Cobblestone maximal weghaut und man sozusagen noch nach unten einen Puffer hat. Das ist das, was ich gerade versuche zu erreichen. Normalerweise würde ich auch nur einfach so jetzt hier Steine und dann Dreck hinmachen, aber ich will es schon ein bisschen sicherer haben, besonders hier wegen der Ruinen. Hier, die kann man, das Stück kann man ja lassen, theoretisch. Werde ich vielleicht hier noch irgendwie verbinden. Dass man dann hier eben einen Abgrund hat, aber mit eingezäunt oder sowas, dass man da gucken kann. Verbraucht jetzt ein bisschen Cobblestone, ist aber alles kein Problem. Na. Steine gibt es ja genug unter der Erde. Muss man sich ja nur mal hinstellen mit einer Hacke und Hacken. So, Dreck ein bisschen. Hier kann ruhig Dreck hin. Bestimmte Sachen werde ich dann doch wegmäßig noch ausgleichen und bearbeiten, dass dann eben da wirklich Kies anstatt Dreck ist. Aber hier soll ja eh nur so ein bisschen die Ruinen abgesichert werden. Ich mache es jetzt so. Weiß aber, dass da drunter noch nichts ist. Gut. Ja, Cobblestones brauchen auch länger zum Abbauen. Daran merkt man auch, dass sie eine höhere Blast-Resistance haben eigentlich als als Cleanstone, sag ich mal. Schwein will hier raus, oder? Gut, ich mache das jetzt noch eine ganze Weile weiter. Wird noch ein ganzes Stück dauern, bis ich hier ein bisschen was gemacht habe. Ich werde den Boden ausgleichen und wenn ich das Haus starte oder mir überlegt habe, wie ich das Haus setze, dann mache ich euch wieder dazu. Und dann könnt ihr wieder ein bisschen zugucken, wie ich das Haus anfange und so. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.